So, jetzt bin ich wieder da. Es ist einfach einer dieser Momente, wo man sich dann fragt, was zur Hölle hast du da gekocht? Nicht mal in einem schlechten Tonfall, sondern einfach... Ich habe keine Ahnung, was die gekocht hat. Ich kann es nicht mal beschreiben, was das ist. Keine Ahnung. Ja. Was nehmen wir da am besten für ein Fahrzeug? Wir haben da doch eine bescheidene Auswahl. Naja, theoretisch würde ich eigentlich mal sagen, den da. Meine Mutter hat eben gekocht und ich kann echt nicht sagen, was genau das ist. Ich kann nicht sagen, was es ist. Ich habe keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Da ist Hackfleisch drin, da sind Kartoffeln drin, da sind Karotten drin, da ist alles Mögliche drin. Ich habe einfach keine einen blassen Schimmer, was das genau ist, was sie da gekocht hat. So, jetzt erstmal noch mehr Gewicht nach unten. Und so ist gut. Sportweich drauf. Und los geht's. Ah, diesmal rückwärts. Warum auch nicht? Ein bisschen zu vorsichtig. Ja, ich sehe da auch nicht so viel. Vielleicht mal Cockpit an sich anpassen, dass ich ein bisschen weiter weg sitze. Ist nicht viel, aber es ist ein bisschen. Das hilft schon. Boah, die Kurve ist böse. Die ist böse. Zu schnell.
So, innen bleiben hier. Ja, das ist gut gelaufen. Manöver, der am Dreiweb vom RX-7 überholt. Und M3 macht einen Fehler. Aber ich bin am falschen Ort gewesen. Schön, diese Strecke mal zu fahren. Ist wirklich schön, sie mal zu fahren. Weil dann lerne ich sie auch mal. Sonst sehe ich sie nur an und ja, schön und gut. Aber ich muss sie auch mal lernen zu fahren, diese Kurse. Sonst bringt es mir ja gar nichts. Habe ich das Bier überhaupt mitgenommen? Ach ja, steht dahin. Gut. Alles in Ordnung. So, mit einem N200 gewinnen die hier auch ganz easy. Das heißt, das nächste Rennen sollte eigentlich genauso gut laufen. Gut. 11.200. So langsam komme ich wieder auf so viel Geld, dass ich ein neues Auto kaufen könnte. Sehr gut. Ich wusste doch, dass bei Discord noch ein bisschen mehr gechattet wurde. Das wusste ich doch. So, das ist noch der Tokyo Expressway. Mit einem N200 könnte das ein bisschen schwierig werden. Werde es aber trotzdem versuchen. So, also versuchen wir mal hier das Windschattenduell zu schaffen.
jetzt geht es wirklich Windschatten ziehen, wo immer es geht, weil mit einem N200, naja, es ist durchaus möglich, es zu schaffen, keine Frage. Aber man sollte sich trotzdem die Mühe machen, um alle Eventualitäten abzusichern. Zu sein. Ein ganz neues Fahrzeug in diesem Spiel, der M3. Es gab zwar schon einige M3s in diesem Spiel, aber ein E30, ich glaube zumindest ist ein E30, korrigiert mich, wenn ich falsch liege, aber ein E30 gab es bislang noch nicht. Den E46 gab es, ich glaube auch den E92, aber nie den E30, der ist ganz neu in diesem Spiel. So, also Windschatten ziehen, so gut es geht, so lange es geht. Nur leider bin ich in der Höchstgeschwindigkeit ein bisschen begrenzt. Aber ich sollte sie ja eh bald wieder geschnappt haben. Ja, der M3 hat mehr Top Speed. Ist länger eingestellt. Mit einem mutigen Manöver kommt er am Supra vorbei. Supra deckt zu, muss ich ausweichen. Alter, enger geht's nicht. Aber er hat mir Platz gelassen, das muss man der Computerkonkurrenz wirklich zugute halten. Also, die fahren hart, aber doch noch fair. Die haben auf jeden Fall deutlich mehr Menschlichkeit als im früheren Teil. Ups. Ja, da habe ich ihn abgeblockt. Unabsichtlich. Das ist eigentlich der Abschnitt, wo ich immer die Zeit gewinne. Alonso. Ich habe einen Alonso hinter mir. Der kommt nicht aus Spanien. Finnland, Litauen, Lettland. Ne, Lettland ist glaube ich nicht. Litauen. Das ist Litauen. Ich dachte, es wäre Litauen, aber ich kann mich da auch irren. So, jetzt noch die Gerade. Aber bei 3 Sekunden Vorsprung sollte ich nichts mehr anbrennen lassen. Das geht schon irgendwie auf. Ja, perfekt geschafft.
So. Dann wäre dieser Cup nun auch geschafft. So, als nächstes steht an der Mazda Roadster Cup. Und da wieder zwei Strecken, die uns schon ziemlich bekannt sind. Zu Kuba plus noch eine andere Strecke auf dem Blue Moon Bay Inneren Ring. So, da bin ich schon in der N100-Klasse. Kann ich auch gleich noch ein bisschen mehr aufmotzen. Wie gesagt, für irgendwas habe ich die Meilenpunkte ja. So, noch ein bisschen weniger Gewicht. Ja, wir bleiben einfach in diesem Leistungsverhältnis bei 100. Vier Runden auf dem Tsukuba Circuit. Meine Güte, da ist der Arm ja richtig hoch. Da muss ich sagen, ich muss echt ein bisschen höher sitzen. Sonst macht es für mich irgendwie von der Sicht keinen Sinn. Ja, für mich passt es jetzt so. Auch mit dem Arm ein bisschen besser. Wobei ich da... Sorry, ich muss nochmal... So. Ich muss hochsitzen. Sonst macht es mit dem Körper keinen Sinn. Ja, auf solche Sachen achte ich wirklich. Vielleicht habe ich auch einen zu langen Hals, kann ich mir zwar nicht vorstellen, aber es sieht komisch aus. Jetzt sieht es schon einiges besser aus. So, jetzt muss ich noch zwei Runden vorne aushalten.